So, wie ihr durch die ganzen Zusammenschnitte eben gerade sehen konntet, ist ein wenig passiert in der Zwischenzeit. Also ich habe versucht, den Würfel zu besiegen. Es gibt da nur einen kleinen Haken. Und den zeige ich euch jetzt. Also, ich versuche ihn euch zu zeigen, wenn ich überhaupt erstmal so weit komme. Also die da ignorieren mich, glaube ich, noch. Da kommt er. So. Teil Nummer 1 raus. Weg mit dir. So, wir bleiben einfach hier, schießen gleich nochmal rauf. Du Feuerball vorbereiten, sehr schön. Komm her. Put, 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 put. So, das war Teil Nummer 1. Und an die anderen Teile kommen wir nicht dran. Okay. Komm mal hierher. Am besten komme ich hierher. Scheint ja soweit alles ruhig zu sein. Okay, geht los. Oh, jetzt habe ich ein Feuer mit da. So, Teil Nummer 2. Mehr können wir nicht auf einmal rausnehmen. Nö. Immer noch alles ruhig. Nichts, dass ich von hinten anschleichen will. Da hinten ist irgendwas. Da ist auf jeden Fall was. Nicht gut. So. Teil Nummer 3. Du kannst mal da stehen bleiben. Oh. Du kannst da mal stehen bleiben. Würfel kommt. So, macht ihn dann bitte mal kaputt. Dankeschön. So, Teil Nummer 4. Du kannst mich nicht so einfach vernichten. Ich bin immer noch unzerstörbar. Blablabla. Das kennt man alles. Das Gefahren von ihm. Was man nicht kennt, ist, was gleich kommt. Also einmal den Schlüssel. Da in den Türen ist aber nichts Ordentliches drin. Warten. Jetzt kann ich euch nicht mal zeigen, was ich meinte. Na gut, ich bin langsam abgehärtet. Ich habe das letzte Stunde schon gemacht. Wird einfach neu geladen. Zauber in die Hand genommen. So. Oh, bist du, dummes Ding. Da bist du. Teil Nummer 1. Achso, bei denen geht das ja nicht. So, bleib mal da stehen, Junge. Warum? Warum gehst du nicht den direktesten Weg, hm? So. Teil Nummer 2. Ja, Teil Nummer 2. Schlüssel. Können wir hier irgendwo ran? Ja, ich glaube, da könnten wir ran. Also gleich wieder schießen, wenn es geht. Yeah, ich glaube, das war jetzt falsch. Nee, richtig. Sehr schön. So, Teil Nummer 3. Wir können hier immer noch nicht einfrieren. Aber wir können ihn zerquetschen lassen. Oh, oder wir könnten dabei sterben. Na komm. Oh. So. Dich haben wir schon. Und hier gibt es nichts. Gut, okay. Okay, okay, okay. Blitzstrahl. So. Genau. So, jetzt gibt mir irgendwas, was ich rausziehen kann. Genau, du kannst mich nicht vernichten. Ich werde bestehen bleiben, bla 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 bla. Das ist soweit alles noch Kanon.
Komm, stirb jetzt mit dem Schwert. Achso, das klappt nicht, er ist tot. Was jetzt passieren müsste, ist, ich schieße jetzt nochmal auf ihn. Er zuckt zusammen, ich hau drauf und ich krieg Schaden. Tut er aber nicht. Und ich habe hier so ziemlich alles ausprobiert. Also ich habe versucht, ihn in die Mitte zu locken. Ich habe versucht, ihn... Das ist übrigens Absicht jetzt. Ich habe versucht, ihn in die Mitte zu locken. Also hier hin, damit es Klick macht, hat nichts gebracht. Ich habe versucht, ihn da irgendwie reinzuschubsen, auch nicht gemacht. Ich habe mit dem Schlüssel die Tür geöffnet und die Tür und die Tür. Und alles nichts gebracht. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass hier unten irgendwas ist. Entweder hier unten oder wir müssen nochmal in den Teleporter, um dann hierhin zurückzugehen und hier wieder irgendwas zu machen. Also vielleicht noch eine neue Waffe holen oder irgendwas in der Richtung. Was ich jetzt aber erstmal machen werde, ist gucken, wie es im Essen aussieht. Das wurde nämlich langsam auch echt zu einem Problem. Genau, du hast Hunger. Wir haben nichts zu essen. Schleimball kann man nicht essen, oder? Nö. Den Pilz, mit dem wir eigentlich mal experimentieren wollten, den hätte man essen können. Aber die haben wir auch schon gegessen. Gut, hilft nichts. Dann regeneriere so lange, wie du kannst. Und sonst gibt es halt Heil- und Mana-Tränke. Ist okay. So. Also, hier unten muss jetzt irgendwo was sein. Da ist nämlich eine Tür mit No Entrance. Darum. Falsche Seite. Sollten trotzdem Blitzstrahl. Ich höre Schleime oder Krebs oder so. Wir kommen hier immer noch nicht rein. Kein Eingang. Was macht ein glühender, oder was weiß ein glühender Stein vom Leben? Mhm. Nicht zu essen. Das sind Krabben. Krabben kann man auch essen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier ist. Gucken wir uns mal um. Also ich gehe mal rechts an der Wand lang in der Hoffnung, dass jetzt hier irgendwo ein Schalter aufgetaucht ist, den wir drücken können. Warum höre ich hier unten Dinos? Hm. Vielleicht kommen die Geräusche hier von oben. Steinwand. Neue Erdbeben sind aber nachvollziehbar, denn der Würfel ist bestimmt ganz schön stinkig. Oh, da ist Knopf. Ne, ja, nicht da. 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 Knopf. Hör nichts. Okay. Gehen wir zurück zur Tür. Jo, offen. Sehr schön. Spinne. Kaputt. Spinne. Oh, Mana verschwendet. Spinne. Na komm. Keine natürliche Substanz kann mein was verändern? Ah, doofes Inventar. So, komm raus, komm raus, komm raus. Genau, komm hier hin, komm hier lang. Kipp tot um. So, neuer Energietrank. Oh, du hast ja noch richtig viele. So. Und im Notfall brauchen wir aber was. Sehen irgendwie langsamer aus. Kann das sein? Obwohl ich das ganze Würfelkämpfen so meine Reflexe so gestehlt, dass sie mir langsamer vorkommen. Nicht wirklich so. Oh, Essen. Essen, Essen, Essen. Ganz wichtig. Feuerball. Blitzstrahl. Da ist noch eine Krabbe. Okay, haben wir hier hinten noch was? Das war jetzt falsch. So. 26 Schaden. Na gut. Nicht viel. Besser als nichts.
Gefolg ist auch echt für lau. So. Ich höre noch Füße. Aber könnte noch woanders sein. Ich kann den Kristall unten spüren. Geh nicht an ihn heran. Ja, ist das jetzt ein doppelter Widerspruch, um uns in Irre zu führen? So, da sind Spinnen. Ich will aber nicht zu Spinnen, ich wollte eigentlich nur schlafen. Also gehen wir einfach mal hier so hin, dass wir in zwei Richtungen weglaufen können. Schlafen. So, die Giftbomben sollten wir irgendwas anderes hinlegen. Vielleicht die Blitzbomben. Damit wir kurzfristig Schaden machen können, wenn ihre Energie alle ist. Tränke könnten wir nochmal kurz überprüfen. Dann räumen wir hier weiter auf und suchen den Kristall. Denn ich denke einfach mal, der Würfel denkt nicht groß nach und brüllt einfach nur rum. Der wird nicht das Gegenteil von dem sagen, was er denkt, was wir... Ne, ihr wisst schon. Also du... Da... Heiltrank. Du... Da... Energietrank. Du... Da... Energietrank. Also 1, 2, 2. Gut. So, und macht sich jetzt einfach nochmal einen Heiltrank. Davon kann man eigentlich nie genug haben. So, du warst noch ein Energietrank. So. Und die Diebin ist eigentlich nur da zum Schießen von dem doofen Ding. Also, Feuerball, Licht. Wo geht's da lang? Ich spüre den Kristall. Das wird ganz schön häufig erwähnt. Oh. War eine Sackgasse. Okay. Also ja, der Kristall muss wichtig sein. Vielleicht können wir die ultimative Waffe, also diese Power Weapon oder wie auch immer das heißt, mit dem Kristall aufladen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es ein blauer Kristall ist. Weil ich höre es auch gerade so summen. Wäre natürlich super, dann könnten wir ihn auch wieder beleben. Ah, da seid ihr. Ja. Okay, besonders stark sind die ja nicht. Dafür viele. Oh, ich habe nichts gesagt. Ihr seid stark. So. Feuerball, Blitzstrahl, eine Kiste mit was? Essen. Sehr schön. Könnt ihr Gedanken lesen? Also ja, können sie wahrscheinlich. Du, wenn du wach wirst, isst das mal. Du, gib das mal ihm. So. Da wollten wir aber gar nicht hin. Wir wollten hierum darum einen blauen Kristall finden. Oh, 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 oh. Blitzstrahl. Ich kann die immer noch nicht einfrieren. So, noch mehr essen. Und eigentlich sollten wir schlafen, hm? Ich guck nur mal ganz kurz. Genau, ganz kurz noch. Aber wenn da wirklich ein blauer Kristall ist, müssen wir den nur antatschen und haben sofort wieder volle Energie. Nicht gut. Komm, 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 komm. Trifft uns gar nicht. Also ja, die Diebin hat sich doch schon ausgezahlt. Oh, das kannst du benutzen. Ja, es ist ein blauer Kristall. Und was komisches Stinken ist auf dem Boden. So, wir haben da ganz viele Schwerter. Da haben wir ganz viele Tränke. Da haben wir komische Bögen. Ich glaube, ich nehme die komischen Schwerter, einfach nur, weil ich neugierig bin. Wir haben zwar schon Gutes, aber wer weiß. Langschwert, Feuerklinge. Blitzklinge. Machen wir doch mal so. Sieht doch gleich viel gefährlicher aus. Lass mal Chitinzeug hier. So, was steht jetzt auf der Notiz? Und was machst du? Erstmal Notiz lesen.